Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns am helllichten Tag in der Wüste und so schön sieht die Wüste zur Mittagszeit aus. Spaß beiseite, wir haben natürlich eigene Zeiten hier in Teso. Ich muss mal eben schauen, wo wir eigentlich hin müssen, aber ich muss vorher auch noch mal kurz etwas anderes holen. Hier ist nämlich eine Scherbe. Es ist übrigens auch, falls das dem einen oder anderen bekannt vorkommt, dieser Sprintlauf vom. Ach, von welchem Fest war das nochmal? Ich meine, das war das Neujahresfest. Da musste man hier oben auch so einen Sprintlauf machen. So, wir müssen jetzt da hinten Ich brauche ins nichts große hier. Gebäude rein. Naja, so groß ist es gar nicht. Ich dachte, der Rest gehört noch dazu. Und mit der guten Dame hier sprechen. Ich sehe euch dort, aber ihr müsst warten. Die Arbeit einer Gelehrten ist selten dringend, aber ich habe eine Anfrage vom König persönlich. Wie es scheint, hat man die Wehren der Anzei verlegt. Wartet, ich hatte nicht. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich habe eine der Wehren an Tuvakas Thron geborgen. Das habt ihr? Mir war der Gedanke schon gekommen, dass die verdorrte Hand vielleicht versuchen könnte, die Wehren dafür einzusetzen, die geweihten Toten von Tuvakas Thron als Untote heraufzubeschwören. Ich bin erleichtert darüber, dass ihr sie aufgehalten habt. Jetzt müssen wir nur noch die anderen beiden Wehren finden. Mein Lehrling Shiri reist mit Prinz Azar, um Antworten zu finden, aber sie brauchen meine Forschung. Lasst mich arbeiten. Ich werde dafür sorgen, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn wir mehr wissen. Wie kommt ihr darauf, dass die Antworten sich in ein Buch finden lassen? Es scheint, als ob die Macht jeder der Wehren der Anzei irgendwie mit dem Leben jenes Anzei verbunden ist, der sie erschaffen hat. Indem ich mehr über die Anzei erfahre, hoffe ich, eine Ahnung davon zu bekommen, wohin die verdorrte Hand die Wehren bringen könnte. So, und jetzt überlasst mich wieder meine Arbeit. Okay. Ach so, wir haben schon wieder. Moment, da steht nichts Neues drin, aber wir müssen hier irgendwo eine neue Hauptquest haben. Mal gucken, ob die kommt, wenn wir rausgehen. Nee, anscheinend nicht. Ja, das ist schön. Wir haben zwar abschließen können, wir sind jetzt hier, aber wir haben keine neue Quest erhalten. Verschiedenes. Ach, das müssten wir auch noch machen. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ja, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wie es weitergeht. Das sind so diese kleinen, aber feinen Momente, wo ich dann immer wieder sagen muss, ich verstehe es nicht. Weil normalerweise müsste da eine Folgequest kommen, aber es ist jetzt keine da. Tavas Segen durchkreuzt die Pläne der verdorrten Hand in Tavas Segen. Soweit ich mich erinnere, wir sind jetzt im Bergamar. Aber ich meine, hier müssten wir auch die Quest erhalten, oder nicht? Vermisst, vermisst, vermisst. Die verlassenen Brüll. Ah, Tumult in Tavas Segen. Ist da jemand? Das habe ich nicht Was verdient. wollt ihr? Das wird ja immer absurder. Ich glaube nicht, dass er das ist, oder? Also der hat zumindest nicht die Markierung von der Hauptstory drauf. Ich spreche mal kurz an. Wie lange müssen wir noch so tun? Meine Tochter weint vor Enttäuschung und unsere zwei Familien stehen kurz vor einer Auseinandersetzung. Kann man nichts machen. Der Bräutigam kommt nicht. Was ist mit dem Bräutigam geschehen? Wir wissen es nicht. Kasnar könnte unter jenen sein, die hier neuerdings verschwinden. Oder er hat einfach seine Meinung geändert. Er ist schließlich ein Ahnherr. Ich habe sie gewarnt. Kronen und Ahnherren passen nicht zusammen. Jetzt sind alle wütend. Sie muss die Hochzeit absagen. Warum sagt sie nicht alles ab? Teela ist wie ein Dünenbrecher in einem Sandsturm. Sie steckt den Kopf in den Sand, um die Wahrheit nicht sehen zu müssen.
Vielleicht könnt ihr helfen. Ich kann hier nicht weg, aber jemand muss mit Kasnars Bruder sprechen. Falls er die Lage nicht klären kann, hat meine Tochter eingewilligt, die ganze Sache aufzugeben. Ich kann losgehen und mit Kasnars Bruder sprechen. Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe. Kasnars Bruder Enne wird an seinem Marktstand sein. Die Hochzeit hat ihn so sehr beleidigt, dass er sich geweigert hat, an ihr teilzunehmen. Ob er weiß, was mit Kasnar passiert ist oder nicht, hoffen wir, dass wir die Sache bald ruhen lassen können. Steht jetzt nur, ich soll die Ordnung in Bergamar wiederherstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt was damit zu tun hat. Was bringt euch auf die Idee, dass Kasnar zu den Gemisten gehört? Ich hoffe, dass er nicht verschwunden ist. Aber wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen. Erst verschwinden eine ganze Menge Leute und jetzt taucht der junge Mann nicht zu seiner eigenen Hochzeit auf. Ich hoffe um seinetwillen, dass er es sich einfach nur anders überlegt hat. Warum sollte Kasnar es sich anders überlegt haben? Jungen Männern schießt oft das Blut in die Lenden. Vielleicht hat er eine andere Frau gefunden. Oder es könnte sein, dass er gemerkt hat, wie töricht diese ganze Idee war. Seine Familie unterstützt diese Ehe auch nicht. Nicht einmal sein eigener Bruder hatte vor, bei der Trauung dabei zu sein. Warum ist diese Hochzeit so ein Problem für alle? Wenn eine Krone einen Ahnherrn heiratet? In Schildwacht mag so etwas ja vorkommen, aber in Bergamar gab es das noch nie. Seit Generationen halten unsere Familien den gleichen Fraktionen die Treue. Wenn diese zwei heiraten, unabhängig davon, welcher Fraktion sie sich dann anschließen, treten sie damit der halben Stadt auf die Füße. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass alle sich einander etwas annähern. Ha! Oh ja! Ich bin mir sicher, das hätte König Faharajad wohl gern. Wenn die Kronen und die Ahnherren in seiner Amtszeit ihre Differenzen beilegen, hätte Faharajads Linie sich damit dauerhaft Legitimität verschafft. Das kann ich nicht unterstützen. Warum nicht? Das ist doch jetzt auch nichts Negatives. Ja. Das nehmen wir nochmal kurz mit. Also hier ist ansonsten auch niemand anderes. Deswegen vermute ich mal, dass das irgendwas vielleicht mit der Quest zu tun haben könnte. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich meine, das hört sich schon nach was Größerem an. Vermisste Personen und so. Aber es ist halt keine Quest, wo das Zeichen von der Hauptquest drüber stand. Deswegen, ja, wir machen mal einfach diese hier. Willkommen in Bergamar, Reisende. Wir haben die feinsten Instrumente in ganz Hammerfall. Wenn ihr eine Harfe wollt, eine Laute oder sogar eine Trommel, seid ihr am richtigen Ort. Aber deshalb seid ihr nicht hier, oder? Wisst ihr, wo euer Bruder ist? Kasnar, das ist ein heikles Thema. Ob ihr es glaubt oder nicht, er heiratet heute. Ich sollte eigentlich bei der Trauung sein. Ich weiß, ich sollte dort sein, aber ich bin es nicht. Kasnar ist auch nicht dort. Ist er nicht? Nun, dann nenn mich einen Exenonkel. Ich schätze, unser kleines Gespräch hat ihn doch überzeugt. Wir waren gestern Abend alle gemeinsam einen trinken. Und mein Vetter und ich haben ein letztes Mal versucht, ihn umzustimmen. Ich schätze, es hat wohl geklappt. Man kann also davon ausgehen, dass er seine Meinung geändert hat? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, er würde es mir erzählen, wenn er eine solche Entscheidung trifft. Da in letzter Zeit so viele Leute verschwinden, würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Er sollte im Haus meines Vetters sein. Es ist das letzte vor dem Westtor. Würdet ihr nachschauen? Ja, ich werde nachsehen, ob Kasnar in diesem Haus ist. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr sorge ich mich. Wenn ihr meinen Bruder findet, sagt ihm, er soll zu mir kommen. Wenn er nicht bald kommt, werde ich den Laden schließen und euch bei der Suche helfen. Warum seid ihr gegen die Hochzeit? Ihr müsst verstehen. Ich liebe meinen kleinen Bruder, aber er ist so einfältig. Er sollte sich nicht mit einem Kronenmädchen abgeben und erst recht keines heiraten. Unser Vater, möge Tuvaka seine Seele behüten, wäre niemals damit einverstanden gewesen. Also darf ich es auch nicht sein. Warum nicht? Wollt ihr nicht, dass er glücklich ist? Natürlich will ich das, aber ich kann das Andenken an meinen Vater nicht entehren. Doch das spielt jetzt alles keine Rolle. Im Augenblick zählt nur, dass Kasnar wohlauf ist. Ich werde lieber dieser Heirat zustimmen, als dass ich zulasse, dass ihm ein Haar gekrümmt wird.
Okay, dann müssen wir in die Richtung weiter. Frage ist, ja, wir müssen hier unten rein, ne? Aber er wird wohl... Sie ist. Kasna, okay, er ist da. Ist oben. Geht ihr oft einfach so in die Häuser fremder Leute und schnüffelt oben herum? Wäre mein Vetter hier, wäre er wahrscheinlich nicht so freundlich. Mir ist es egal. An diesem Punkt ist mir so ziemlich alles egal. Ich war auf der Suche nach euch. Warum seid ihr nicht bei der Trauung? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil draußen bewaffnete Schläger stehen, denen befohlen wurde, mir die Beine zu brechen, wenn ich gehen will. Wenn ich denken würde, dass ich an ihnen vorbeikomme, dann hätte ich schon längst versucht, die Flucht anzutreten. Aber sie würden mich nur wieder einfangen. Es wäre sinnlos. Warum sollten sie euch die Beine brechen? Fragt Tilas Vater. Er hat sie angeheuert. Er hat Onkel Tak bezahlt, um sicherzustellen, dass ich nicht zur Trauung erscheine. Jaknas war von Anfang an gegen unsere Hochzeit. Ich weiß nicht, wie ich jemals glauben konnte, er würde schon irgendwann einlenken. Jaknas war es, der mich geschickt hat. Natürlich. Er möchte, dass Tila denkt, ich hätte sie am Traualtar stehen lassen. Sie wird mich für den Rest ihres Lebens hassen und denken, dass er die ganze Zeit über Recht hatte. Dieser Bastard. Wenn mein Vater noch leben würde, würde er Jaknas bis ins Vergessen prügeln. Natürlich würde das die ganze Sache nur noch schlimmer machen. Vielleicht sollte ich mit ihm sprechen. Macht euch keine Mühe. Wenn er sich eigens so sehr angestrengt hat, mich hier festzuhalten, dann wird er seine Meinung nie ändern. Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann gibt es nur einen Weg. Ihr müsst mit Onkel Tak sprechen. Wer ist Onkel Tak? Onkel Tak und seine Bande geben auf den Straßen hier in Bergama den Ton an. Sie sind nicht über das Gesetz erhaben, aber sie können gefährlich sein. Falls ihr es schafft, Onkel Tak zu überzeugen, dass ich hier raus darf, dann gehe ich zur Trauung. Dann kann Jaknas nichts mehr dagegen sagen. Dann gehe ich los und rede mit Onkel Tak. Ja, und wenn ihr irgendwelche komischen, laute Geräusche im Hintergrund hört, ich weiß nicht so genau, was es ist, aber es scheint jetzt seit, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so, irgendein Auto oder ein Bus oder sowas hier zu stehen. Da hinten müssen wir hin. Mit laufendem Motor und sich offenbar nicht mehr bewegend. Natürlich muss sowas immer von meinem Fenster sein. Wie könnte es auch anders sein? Obwohl hier keine Haltestelle und kein gar nichts ist. Kameraden, nein! Geh weg! Das mache ich später. Nein! Sie hat mich in eine Sackgasse gedrängt. Hilfe! Verschwendet nicht meine Zeit. Da ist der Engel. Onkel Tak. Schaut euch das an. Ihr kommt herein, als ob euch hier alles gehört, als ob ihr überhaupt nichts fürchtet. Wenn es ein Kampf ist, den ihr sucht, seid ihr an den falschen Ort gekommen. Dies hier ist ein Geschäft. Ich bin Geschäftsmann. Ich bin gekommen, um über Kasna At-Tarin zu sprechen. Kasna? Warum kommt Kasna nicht selbst, um mit mir zu sprechen? Oh ja, ich erinnere mich. Er ist eher ein Stubenhocker. Vielleicht ist das auch besser so. Ja, Kasna muss zu Hause bleiben. Oder stört euch das etwa? Und was wäre, wenn mich euer Gesicht stört? Soll ich ihm ein paar neue Namen verpassen? Nun mal langsam. Kein Grund, gleich unhöflich zu werden. Ich sagte doch, ich bin Geschäftsmann. Ehrlich gesagt, gefällt mir die Abmachung, die ich mit Jaknas getroffen habe, gar nicht mehr. Ihr werdet mir einen Gefallen schulden, aber ihr kriegt sein Geld zurück und euer Junge kann heiraten, wen er möchte. Ihr habt eine kluge Entscheidung getroffen. Meine Leute hätten dem Jungen nicht wirklich etwas getan. Kasna und Tila ergeben ein nettes Pärchen. Wenn ihr mir den Gefallen tut, über den wir gesprochen haben, werde ich meine Männer Kasna sogar geradewegs zum Altar geleiten lassen. Über was für einen Gefallen sprechen wir hier? Besorgt ihnen ein Geschenk, etwas Vettelhauch. Das ist ein Aphrodisiakum. Sie werden vielleicht ein paar Tage nicht mehr laufen können, aber es wird ihre Hochzeitsnacht unvergesslich machen. In der Wüste gibt es eine alte Vettel, Vianne.
Tötet sie und bringt ihren Vettelhauch zur Hochzeit. In Ordnung. Ich werde den Vettelhauch besorgen. Nun? In der Nähe. In der Nähe heißt da hinten. Okay. Ja. Ja, ich schätze, der Typ, der mir jetzt schon zweimal penetrant beim Hin- und Herreiten entgegengekommen ist, ich schätze, dass der vielleicht irgendwas damit zu tun haben könnte. Also mit der Quest. Ist das nichts? Ja. Guten Tag, es tut mir leid, ich brauche leider deinen Vettelhauch. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass Vetteln immer mit Truhen rumlaufen, beziehungsweise dass sie welche haben. So, den schalten wir nochmal ganz kurz frei. Damit ich das nicht vergesse. Zack. Und ja, müssen wir nochmal mit ihm sprechen. Aber er ist auf der Hochzeit, wenn ich das hier richtig sehe. Ach nee, sprecht mit Tila. Ach, was rede ich denn? Wupp. Ihr, ich bin so froh, dass ihr es rechtzeitig geschafft habt. Wir wollten gerade mit der Zeremonie beginnen. Kasnaa hat mir alles erzählt und im Wissen um eure Taten seid ihr der Ehrengast. Onkel Tag, Gro-Ram hat mich gebeten, euch diesen Vettelhauch zu geben. Oh, große Güte, Vettelhauch. Was für ein besonderes Geschenk. Vielen Dank euch beiden. Bitte, ihr müsst für die Zeremonie bleiben. Es würde Kasnaa so viel bedeuten und mir auch. Ohne euch wäre diese Ehe nicht zustande gekommen. Und wir haben ein erfülltes mittleres Wams bekommen. Bewohner von Bergama, wir haben uns heute hier versammelt, um die Eheschließung zwischen Kasnaa und... Ihre Verbindung ist ein Meilenstein für die Bürger von Bergama. Ob Krone... Ihre Liebe ist Zeugnis der Gemeinsamkeiten zwischen den Kronen und den Ahnherren. Mehr nicht? Ja. Mehr nicht. Okay, tolle Zeremonie. Also es tut mir leid, aber erstens, da ist jetzt der Text die ganze Zeit abgebrochen. Das hat mich jetzt total irritiert. Durfte ihr Name jetzt nicht genannt werden oder warum ist das jetzt gemacht worden? Weil ich habe hier gesessen, meinen Kaffee getrunken, habe nichts angefasst. Also daran lag es definitiv nicht. Ja, und zweitens habe ich jetzt gedacht, es kommt jetzt irgendwie so ein Schlusswort. So nach dem Motto, ihr dürft euch jetzt küssen oder sowas. Aber es kam irgendwie nichts. Naja. Ja, leider haben wir mit der Hauptgeschichte nicht weitermachen können. Dafür konnten wir einem unglücklichen Pärchen helfen, wieder zusammenzufinden und eine Hochzeit stattfinden lassen, die versucht wurde zu verhindern. Ist auch schön. Wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht zwischendurch machen, aber ist alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal nach dem Typen, den wir jetzt hier, glaube ich, gerade nicht mehr finden, der uns jetzt eben, als wir die Quest gemacht haben, so penetrant hinterhergelaufen ist. Vielleicht hat er irgendwas damit zu tun. Es ist auch keine Hauptquest, aber das haben wir ja schon mal, dass wir dann plötzlich die Hauptquest, ja, ohne Hauptquestzeichen haben, sondern mit normalen Questzeichen drinstehen haben. Und ja, ich fand es halt nur komisch, dass wir rausgekommen sind und es war so gar keine Folgequest da. Mal schauen. Ich gebe mein Bestes und wir schauen dann einfach mal in der nächsten Folge, ob das tatsächlich die Quest ist, mit der wir weiterkommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.